Willkommen zurück, ihr kleinen Lobis, bei mir, Lobius LP, zu einem kleinen Video. Und ja, wie ihr schon am Titel erkennen könnt, ist das ein Video, wo ich euch einfach mal in Minecraft zeige, wie man am besten die besten PvP-Einstellungen in Minecraft hinbekommt. Und dafür habe ich mir jetzt erstmal alles zurückgesetzt, also meine ganzen Optionen habe ich auf Null setzen lassen, damit ich euch einfach mal zeigen kann, wie es ist, wenn man das Spiel startet. Und ich denke mal, das ist bei jedem so, wenn ihr das Spiel startet, wie mache ich jetzt die Einstellung? Und deswegen möchte ich einfach mal von Grund auf diese ganzen Einstellungen durchgehen. Und wenn es euch gefällt, Leute, könnt ihr gerne einen Daumen da lassen. Ganz einfach, man fängt jetzt schon mal an in den Optionen. Da kommen wir schon zum wichtigsten Teil. Und zwar seht ihr ja schon, das ist hier dieser GUI, nennt man das. GUI, glaube ich. Genau, das kann man hier unter den Video-Settings kann man das einstellen. Und den stelle ich bei mir immer auf normal, weil sonst finde ich das irgendwie viel zu groß. Ihr könnt natürlich auch schon mal die Language umstellen, also die Sprache einfach mal auf Deutsch umstellen, weil dann wird das Spiel auch schon wesentlich leichter zum Einstellen. So, Sichtfeld ist der wichtigste Punkt, finde ich, den man in PvP treffen kann, weil ich bin so einer, der immer mit Quake Pro spielt. Damals war ich aber so einer, der immer so, ja, 95% und sowas gespielt hat. Ich kann es euch einfach mal zeigen. Wir gehen jetzt mal in die Creative Welt, die ich mir erstellt habe. Und da kann ich euch jetzt mal so zeigen, Alter, das ist schon heftig, ne? Ich spiele, ihr könnt ja auch mal gucken, mit ungefähr 60 FPS. Ich möchte euch aber noch zeigen, wie man das jetzt alles, die Performance und sowas, alles ein bisschen verbessern kann. Man kann schon sehen, da hinten ist Nebel, aber es läuft immer noch nicht so flüssig. Es hakt ein bisschen. Und man sieht schon, wenn ich jetzt auf normal stelle, so normal ist bei 70 ungefähr, versuchen wir es jetzt mal so, das ist jetzt ungefähr normal. Und so kann doch kein Mensch PvP spielen. Also ich bin so einer, der sagt dazu, nee, das geht einfach nicht. Ich hole mir mal ein Schwert in die Hand, so kann ich auch nichts kaputt hauen. Das geht einfach nicht. Weil PvP ist so ein Spielmodus für mich, wenn ich jetzt PvP spiele, ich muss schon auf Quake Pro spielen, weil so ist das Spielverhalten schon etwas schneller, man sieht es ja schon. Ich sprinte und es ist, man kommt, es kommt einen einfach ein bisschen schneller vor, das ganze Spiel, weil das ist halt so wie so ein Fischei, sage ich mal, es nimmt halt ein bisschen von der Sichtweite her an den Seiten mehr auf. Und das Ganze kann man auch noch in den Optionen einstellen, je nachdem, wie man das möchte. Das zeige ich am Ende des Videos einfach noch mal. So, aber wir gehen erstmal weiter. Ihr könnt gerne auf Quake Pro versuchen zu spielen. Ich war erst so einer, der richtig low angefangen hat. Ich wusste nicht, was ich bei PvP machen sollte. Deswegen habe ich erstmal mit Quake Pro angefangen. Und ich verspreche euch, Leute, man kommt da nach der Zeit auch rein in diesen ganzen Spielverhalten. So, fangen wir erstmal an. Grafikeinstellung ist so ein Punkt für mich, was sehr wichtig ist. Zum Beispiel rotierende Texturen mache ich aus, V-Sync mache ich aus, weil das so viel frisst. Ich kann jetzt auch schon mal Sichtweite auf 32 stellen. Meine stelle ich immer auf unbegrenzt. Dann stellt sie sich immer automatisch ein und das finde ich viel geiler. Helligkeit drehe ich auch immer auf. VBOS, wenn ihr das einschaltet, habt ihr dadurch auch noch ein bisschen mehr FPS. Also es kommt mir so vor. Ich hatte das nämlich mal ausprobiert. Ich hatte, glaube ich, 120 FPS oder sowas, habe das angeschalten und ich hatte über 200. So, Entry Shadows mache ich auch erstmal aus. Wolken und sowas könnt ihr auch ausstellen, weil ich finde, dass beim PvP-Spielen Wolken und sowas muss nicht unbedingt sein. So habt ihr schon mal diese ganzen Standardeinstellungen geregelt und ihr könnt mal fertig drücken. Jetzt kann ich euch das einfach mal zeigen und ihr seht schon, 66 FPS, 70 FPS, es ist immer noch nicht schneller und es leckt auch wie Hulle. Das kann auch manchmal ein bisschen daran liegen, dass man noch nicht alles durch hat. Und zwar kann man sich immer noch sein Texture Pack ändern. Wenn ich jetzt mein normales Texture Pack reinhaue, zeige ich euch jetzt mal. So, und zwar habe ich jetzt mein normales Texture Pack, mein PvP Texture Pack reingehauen und man sieht schon, wie viel FPS haben wir jetzt. Wir haben immer noch bei 70. Es ist schon ein deftiger Unterschied, würde ich mal sagen. Das Ganze liegt aber auch daran, Leute. Ihr dürft nicht vergessen, es gibt hier so viele Settings in Minecraft, zum Beispiel Steuerung und sowas. Das habe ich auch nach meinem Belieben umgestellt. Das kann ich euch mal zeigen. Ich habe zum Beispiel den F5-Modus. Wo ist er denn jetzt?
Perspektive, F5-Modus. Den setze ich immer auf X, damit ich immer ein bisschen wechseln kann. Wenn ich jetzt im Laufen bin, dann kann ich zwischen D und X wechseln, sage ich mal. Deswegen habe ich den dahin gesetzt. Optifine werde ich gleich auch nochmal installieren, um euch da einfach zu zeigen. Wenn man Optifine installiert hat, hat man sofort eine bessere Performance, eine bessere FPS-Zahl. Das werdet ihr gleich sehen. Also merkt euch, ich habe jetzt 75 FPS, 80 FPS. Und wir gucken jetzt mal kurz, wie das Ganze mit Optifine aussieht. So Leute, man sieht jetzt, ich habe Optifine installiert. Ich drücke mal FPS und man sieht schon den Unterschied. Ich habe definitiv jetzt mehr FPS. Ich habe jetzt schon über 100 FPS und das ist je nachdem. Ihr müsst ja auch nicht immer übelste Grafik aufdrehen. Ihr könnt ja jetzt auch zum Beispiel auf 22 runterdrehen oder sowas. Und dann seht ihr schon, immer noch über 100 FPS habe und je nachdem, ob ihr jetzt steht oder sowas, wenn ihr euch hin und her bewegt, es ist einfach megamäßig geil, Leute, und ich verspreche euch, ihr könnt einfach alles je nach Belieben noch umstellen. Ihr könnt eure ganze Sichtweite auch noch weiter tiefer drehen und alles. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen da lassen. Wenn ihr noch ein Video zu Optifine sehen möchtet, wie man das installiert, ist auch nichts Schweres, könnt ihr das auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, vergesst nicht, lasst einen Daumen da. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Macht's gut. Tschüss.